für die E2 durch der Daria Rosau zum 1 zu 11. Haben alle von der E1 gesagt, ja, wir. Und bei der E2 nur eine schüchterne Stimme, die dann hälfte, nee, wir gewinnen heute. Ja gut, das ist Selbstvertrauen, das sollte man als Spieler aufbauen. Das machen sicherlich auch die Trainer immer wieder. Und Tabea Alm scheitert jetzt an Katharina Henke. Ja, das muss man auch, müssen auch die Trainer sind dafür verantwortlich, dass das Selbstvertrauen der Spieler aufgebaut wird, dass sie sich hinstellen und sagen, egal wie groß die anderen Spieler sind, wir sind besser. Ja, und Katharina Henke, nee, doch, Katharina Henke, richtig, damit ihren zweiten Ball, den sie da hintereinander abgreifen kann, das sollte ihr auch ein bisschen Selbstvertrauen geben. Ja. An sich bin ich der Meinung, dass es mit der Sportförderung, so wie es jetzt hier in Schwerin passiert, nicht nur im Handball, wir sagten es ja bereits, sondern das gilt auch für Fußball, für Volleyball, für Segeln, dass man da entsprechend... Ah, jetzt ist noch das Tor von Caroline Büsselberg. Dass diese Förderung sehr, sehr gut ist für die Entwicklung der Kinder, wo man ja oftmals sagt, dass sich die Jugendlichen heutzutage doch ein wenig gehen lassen, dass man beim Sport oder auch bei künstlerischer Auseinandersetzung, bei solchen Hobbys, die Persönlichkeit der einzelnen Kinder sehr, sehr fördern kann. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke mal, mit dem Tor. Ich denke mal, das größere Problem ist auch nicht die Entwicklung der Spieler, um große Mannschaften hier in Mecklenburg-Vorpommern allgemein zu halten. Ist einfach die wirtschaftliche Situation, die man ganz einfach bedenken muss. Viele Jugendliche nachher mit 16, 17, die eine Ausbildung anfangen müssen, müssen halt aus Mecklenburg, aus Schwerin raus, ganz einfach. Weil, und dann heißt es halt, entscheide ich mich jetzt irgendwo anders meinen Sport weiterzutreiben oder lasse ich es jetzt bleiben? Ich denke da an einen Segler, der es geschafft hat, innerhalb von einem Jahr dreimal deutscher Meister zu werden, was sicherlich auch eine große Kunst ist. Und dann ganz einfach mit dem Segeln mehr oder weniger das als Hobby nachher weitergeführt hat, obwohl er eigentlich die Veranlagung dafür hat. Und jetzt ist Halbzeit 13 zu 1 für die erste Mal Punkt hier bei der zweiten von Grünwald Schwerin. Und wir sehen uns dann wieder zur zweiten Halbzeit. Bis dann. Wir sind ein Team, Grün-Schwerin, klare Ansage. Und jetzt spielen sie gegen ihr eigenes Team, nämlich gegen die erste E-Jugend. Und damit willkommen zur zweiten Halbzeit zwischen der E-Jugend 1 und E-Jugend 2 des SV Grün-Schwerin. Halbzeitstand 1 zu 13. Und damit gehen wir jetzt in die zweite Halbzeit. Bei mir ist wieder Sven. Genau, wie schon in der ersten Halbzeit. Sowas. Und dann wollen wir jetzt mal drauf schauen, ob die zweite E-Jugend jetzt ein bisschen besser ins Spiel kommt, weil im ersten Spiel hatten sie, glaube ich, genau einen Torwurf und der war dann drin. Ich glaube, es waren ein, zwei Torwürfe mehr. Ah. Die wurden bloß gehalten. Wollen wir mal gucken, aber vielleicht beginnen wir jetzt gleich mal mit einem, aber nein, der konnte, der erste rollt, aber gut aufgepasst und jetzt hat sie mal Platz. Er traut sie sich nicht durchzugehen. Aber das Spiel in der zweiten noch zu langsam, um der ersten wirklich gefährlich zu werden. Löser rüber! Löser rüber! Und Fuß. Annika. Verbuchen wir das Ganze mal als Torwurf von Annika Metzner. Aber die Bemühungen sind ganz klar zu sehen, das kann man den Mädels nicht absprechen. Und das ist ja. Oh! Das sah schon nach böser Absicht aus von Caroline Büsselberg. Jetzt,
Löser, rüber. Ja, auch der zweite Torwurf an den Garhäusler. Haben wir jetzt schon gesehen, nach zwei Minuten. Das ist ein, können wir als guten Start verbuchen, der Jugend 2 in diesem Spiel. Und ich will mal das Thema aufgreifen, was wir eben schon mal hatten. Und fragen, Schwerin kann man doch von der, allein von der Größe her doch schon als Sportstadt bezeichnen. Was es von der Größe jedoch an Möglichkeiten gibt, ist erstmal das Tor. Hier als Mannschaft das SV Grün bei Schwerin. Durch die Nummer 11, Svenja Kuhlmann zum 14:1. Als Sportstadt, was wir haben? Wir haben hier zweite Bundesliga Handballmänner, wir haben Boxen, wir haben erste Liga Volleyball, wir haben die Segler, vorhin schon angesprochen, wir haben auch erste Faustballliga haben wir hier in Schwerin. Und jetzt das Tor für die zweite Mannschaft, das ist auch Grünweiß Schwerin von Diria Russow. Wo ich dazu sagen muss, Schwerin beim Segeln ist meines Erachtens Olympiastandort. Auch was das Drachenboot betrifft, sind wir, glaube ich, noch Olympiastandort, beziehungsweise auch Leistungszentrum im Drachenboot. Ich denke mal, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, Nele Mönnig mit dem Treffer zum 2:5. Ja, das ist dann mehr dein Spezialgebiet, aber wir haben ja auch Judo, Regionalliga und es ist sehr, sehr viel an Sport. Wir haben die. Noch ein Teil aus, kurze Verletzung. Am Spieler hat der Torwart was auf den Mund bekommen. Aber es geht weiter für Katharina Henke. Ja, wir haben noch die erste Liga Faustball in Schwerin mit dem ESV Schwerin. Was haben wir noch alles? Wir haben eine ganze Menge. Man kommt immer erst so ein bisschen so nach und nach drauf, auf die ganzen Möglichkeiten, die Schwerin eigentlich den Sportlern hier bietet. Von daher, ich bin auch der Meinung, es gibt Bowlingmeisterschaften, wenn ich mich irgendwie recht entsinne. Das ist das Tor. Kurz eingehakt, das Tor von Nele Mönnig zum 2:16. Ja, wir haben Kegeln, haben wir hier, erste genau. Bundesliga, ebenfalls ESV Schwerin. Und es gibt so viele Möglichkeiten und so viele hohe Möglichkeiten hier in Schwerin Sport zu betreiben, auf die eine oder andere Weise. Auch Schach wird ja hier gespielt. Was ja auch als Sportart gilt und wo man sich persönlich erweitern kann. Das muss man ja nicht nur bei schnellen Sportarten machen, das kann man ja auch beim Schach zum Beispiel tun. Ich sag mal, das Einzige, wo wir uns noch steigern müssen, ist, denke ich mal, Fußball. Da müssten wir noch ein bisschen hochklassiger spielen, glaube ich. Das wäre zumindest der Wunsch. Angedacht war ja mit dem FC Mecklenburg, mit die drei großen Fußballvereine in Schwerin zusammenzutun, also den SSC, den FC Eintracht Schwerin, die ja gute Jugendarbeit leisten. Nicht wenige davon landen dann sogar im Profibereich. Und Dynamo Schwerin, die sich ja relativ neu gegründet haben, da unter dem Dach des FC Mecklenburg zumindest bis in die Regionalliga-Höhen zu führen. So wäre der Wunsch. Also es ist einiges, was hier am Sport passiert. In Schwerin. In und um Schwerin. Und welche Möglichkeiten hat man so als Sportstadt, wie Schwerin es ja ist, da vielleicht auch wirtschaftliche Anreize zu schaffen, um vielleicht ein oder andere Unternehmen hier in die Region zu locken? Ja, welche Möglichkeiten hat man da? Ich sag mal, Schwerin ist grundsätzlich erstmal gut gelegen, zwischen Berlin und Hamburg ganz gut aufgestellt, mit der Anbindung jetzt der A14 zum Wismarer Hafen nach Rostock sind erstmal zumindest die reinen Verkehrswege erstmal schon mal da, um wirtschaftlich, denke ich mal, auch was auf die Beine zu stellen. Jetzt muss man sich natürlich in der Stadtpolitik, das ist natürlich eine politische Frage, ich bin kein Politiker, natürlich dementsprechend auch so aufstellen, dass es natürlich auch Anreize gibt, dass man Unternehmen die Möglichkeit gibt, sich hier niederzulassen. Aber das ist eine politische Frage. Ich denke mal, dazu können wir uns jetzt als Kommandatoren nicht unbedingt zu äußern. Ich sage mal, wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten. BMW wollte vor einigen Jahren hier bauen. Es gibt sicherlich einige Möglichkeiten. Ja, Annika Metzner nur mit dem Lattentreffer. Da haben sie sich doch geärgert auf der Tribüne, dass es da nicht zum Torerfolg gereicht hat. Und jetzt
sollte schnell spielen und das klappt nicht so ganz. Groß, gut gesehen, das müssen wir jetzt auch mal in dem Sinne loben, der Nachwuchsschiedsrichter. Auch bisher mit einer guten Partie. Ja, auch in dem Bereich macht Grün-Weiß eine sehr, sehr gute Arbeit. Bildet die jeden Spieler eigentlich auch im Schiedsrichterbereich aus, sodass eigentlich jeder Spieler, gerade auch bei den jüngeren Mannschaften, sofort die Regelkunde kennt. Und der Philipp, der streucht hier hinter uns so ein bisschen rum. Er beobachtet seinen Schützling da so ein bisschen. Ich denke mal, sie macht ein ganz gutes Spiel und macht die Sache ganz gut hier. Ja, und das ist das Tor von Vera Lundmann. Der dritte Treffer für die zweite Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin 3:16. Und da kann man noch ganz klar resümieren, die zweite Halbzeit läuft deutlich besser für die E2 und Katharina Henke mit sehr, sehr guten Ansätzen hier heute. Die vierte gute Parade heute in diesem Spiel. Fuß. Ja, aber würde ich sagen, um mal als nicht politische Kraft mal so einen Anreiz für ein Unternehmen zu setzen. Zumindest für Unternehmen, die sich mit dem Sportgeschäft auseinandersetzen, sprich Turnschuhe, Trikots, Knieschützer, wie wir hier sehen, Ellenbogenschützer gehören sicherlich auch dazu, Sportprävention, Sportgymnastik, sowas ist doch eigentlich ein großer Anreiz, nach Schwerin zu kommen. Ja, ich sage mal, Schwerin hat auch einen sehr, 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 sehr großen touristischen Zweck, wo man sagen muss, Schwerin kann mehr aus sich machen, kann mehr touristisch fördern. Muss halt bloß die Vermarktung etwas mehr antreiben, bin ich persönlich der Meinung, dass da ganz einfach mehr rauszuholen ist. Ja, das ist das Tor für die erste Mannschaft von Grün-Weiß bei Renate Grob. Zum 3:17. Inwiefern könnte es da hilfreich sein, dass wir jetzt nach dem Spiel gegen den TSV Nordharesley jetzt auch Borussia Dortmund zu Gast haben, dass vielleicht da